Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir hatten letzte Woche Jubiläum und haben gesagt, dass wir 20 Bücher weitergeben an diejenigen, die sich auf diese Aktion hin melden. Nun hatten wir das Problem, dass manche einen Internet-Account-Namen haben, mit denen wir nichts anfangen können und somit auch nicht die Adresse ermitteln können. Wenn du deinen Namen nicht auf dieser Seite findest, dann schreibe uns, dass wir deinen Namen und auch deine Adresse ausfindig machen können. Es sind natürlich nur diese, die in diesem Zeitraum sich gemeldet haben. Schreibe uns und wir werden dir das zusenden. Wir staunen immer wieder, wie Gott Menschen berührt. Wie damals, als Jesus auf dieser Erde war und jedem geholfen hat, der zu ihm kam. Und genau so ist es auch heute noch. Er vergisst dich nicht und er hilft dir. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Thema heute ist, sei ein Licht in der Dunkelheit. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de. Oder im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ich habe heute eine Kerze mitgebracht und ich möchte diese anzünden. Ich habe einen Spruch gehört, der mir viel sagte und das möchte ich auch weitergeben. Es heißt, es ist besser, in der Dunkelheit eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Wir sind doch diejenigen, die oftmals unsere eigenen Klagelieder weitergeben. In der Dunkelheit, wir machen manchmal die Dunkelheit noch dunkler, wie sie ist, weil alles so furchtbar ist. Aber es ist unsere Entscheidung, reden wir vom Licht, das heißt vom Guten, von Lösung, von Hoffnung, von Liebe, von Erwartungen, von Ermutigungen oder reden wir wirklich von dem ganzen Schrott, der um uns herum ist. Ich sagte heute, trifft die Entscheidung, wirklich ein Licht zu sein. Das ist ein ganz kleines Licht, die Kerze, aber wenn wir jetzt all diese Fernsehscheinwerfer ausmachen würden, dann würde man uns dennoch sehen, weil dieses kleine Licht wirklich Licht in die Dunkelheit hineinbringt. Ja, so sieht es aus, wenn das Licht aus ist und nur so eine kleine Kerze brennt. Und so bist auch du unterwegs. Sei so ein Licht, wenn auch ein kleines Licht, aber sei ein Licht und bring wirklich Licht in die heutige Dunkelheit hinein. Danke, Herr, für einen jeder, der sagt, ja, das mache ich. Ich möchte Licht in die Dunkelheit hineinbringen und nicht die Dunkelheit noch dunkler machen oder die Dunkelheit erklären, weil sie dunkel ist und warum sie dunkel ist. Nein, ich möchte Licht hineinbringen, Herr, für all diejenigen. Herr, zeige du ihnen, Herr, Möglichkeiten, Herr, wo sie Licht hineinbringen in diese Dunkelheit. Amen. Amen. Immer wieder schreiben uns Menschen, die gerade Prüfungen haben, wie zum Beispiel diese Mutter. Bitte betet für meinen Sohn, der bald im Juni Abschlussprüfung hat, dass er es gut abschließt und im Betrieb übernommen wird. Danke. Jesus, wir danken dir für diesen jungen Mann, dass du ihm überdimensionale Weisheit schenkst für diese Abschlussprüfung und dass es einfach leicht geht für ihn, dass er wirklich merkt und spürt, dass du an seiner Seite bist und dass du ihm diese Weisheit gibst. Und wir danken dir, dass er auch übernommen wird in diesem Betrieb, dass seine Zukunft gesichert ist und wir danken dir, dass du diesem jungen Mann begegnest und dass du ihn führst und leitest und dass du einen wunderbaren Platz für ihn hast. Und ich danke dir auch für all die anderen, die vor Prüfungen stehen oder gerade in Prüfungen sind. Danke, Jesus, dass du jeden ausrüstest mit Weisheit, dass du jedem ganz nahe bist, dass du jedem deinen Frieden schenkst und auch jedem jegliche Angst wegnimmst, jegliche Prüfungsangst wegnimmst. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der hilft und der uns ganz nahe ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich bin derzeit sehr verzweifelt.
Ich bete jeden Tag für meinen kranken Opa. Doch es wird nicht besser. Im Gegenteil. Er liegt im Hospiz mit einem aggressiven Hirntumor. Alle sagen, er wird sterben. Alle haben aufgegeben. Nur ich kann noch nicht aufgeben und hoffe noch immer auf Gottes Hilfe. Und ich hoffe, Sie können mich im Gebet unterstützen. Ich bedanke mich und finde es großartig, dass Sie so etwas anbieten. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir auch für diesen lieben Opa, der so krank ist und der diesen aggressiven Hirntumor hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch diesen Tumor besiegt hast und dass du auch ihm begegnen kannst und dass du ihn heilen kannst, dass er noch eine gute Zeit hat, Jesus, mit dir zusammen. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der heilt und der Wunder tut. Und wir vertrauen dir, dass du das Beste tust. Jesus, wir danken dir, dass wir es in deine Hände legen dürfen und dass du der Herr darüber bist. Danke, Jesus, und segne auch diese Frau, die für ihn gebeten hat in der Fürbitte. Danke, Jesus, dass du auch ihr ganz nahe bist, dass du ihr Frieden schenkst und dass du mit ihr bist. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns gerne dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet, wie immer. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Liebe Gebetsgemeinde, ich bitte euch mit zu beten für unseren lieben Schwiegersohn, der einen Schlaganfall erlitten hat. Seine Tochter ist gerade ein halbes Jahr alt. Ich möchte euch bitten, um volle Genesung zu beten und dass das Familienleben jetzt in dieser schwierigen Situation für die kleine Familie mit Gottes Hilfe ertragbar wird. Vielen Dank. Ich bin guter Hoffnung, so viele meiner Gebetsanliegen wurden bereits erhört. Ja, und wir glauben auch, dass dieses Gebetsanliegen wirklich vor Gott kommt und dass dieser Schwiegersohn wieder total gesund wird. Ja. Herr, danke. Du siehst diese Situation, Herr. Du siehst den Schlaganfall von dem Schwiegersohn und in der jungen Familie. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, wir müssen dir nicht alles erklären und Mitleid bei dir erwecken, dass du hilfst, sondern du bist ein Gott, der jedem helfen möchte. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in diesen Körper hinein von diesem Schwiegersohn komplette Wiederherstellung hineinrufen dürfen, komplette Heilung, Neues, was kaputt ist oder was nicht mehr funktioniert. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du ihn total wiederherstellst. Danke, Herr. Amen. Amen. Auf WhatsApp schreibt uns ein Mann: Liebes Missionsteam, bitte betet für mich, dass ich jetzt alle Kredite, Rechnungen und Ratenzahlungen bezahlen kann. Aufgrund des verminderten Gehalts durch Kurzarbeit wegen Corona habe ich kaum Luft zum Atmen und bin auf Hilfe der Familie angewiesen. Ich möchte endlich wieder sorgenfrei schlafen und alles eigenständig bezahlen können. Ich danke euch von ganzem Herzen. Danke, Herr. Herr, dass du genau diesen Menschen jetzt Weisheit schenkst und nahe bist und die Wunder schenkst, die sie brauchen. Herr, ich danke dir dafür, dass einige Zuschauer, die genau dieses Problem haben, die unverschuldet, Herr, irgendwo ins Minus gekommen sind, wo die Rechnungen immer bezahlt werden können. Ich danke dir dafür, Herr, dass du jedem die Lösungen schenkst, die er braucht. Herr, ich danke dir, dass du die Mittel schenkst oder was auch immer, du hast dort Möglichkeiten, wo wir keine mehr sehen. Und ich danke dir, dass ein neuer Fluss hineinkommt. Herr, Herr, viel besser, wie es zuvor war. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und wie wunderbar ist es doch zu hören, wie Menschen Gott erleben, wie Gott hilft. Und so schreibt uns eine Frau: Ich sende euch herzliche Grüße und bedanke mich vielmals für eure Gebete bei der letzten Sendung. Seit gestern habe ich keine Beschwerden mehr in der Blase. Ich bin geheilt. Ich danke von ganzem Herzen meinem Herrn und euch für eure Gebete. Wie schön! Und ein weiteres Zeugnis: Der Güte Gottes hat uns erreicht. Vor einiger Zeit habe ich Ihnen von meiner Erkrankung geschrieben und Sie gebeten, für eine Heilung meiner Kalkschulter zu beten. Nun ist ein Wunder passiert. Das Kalkdepot in meiner linken Schulter hat sich von alleine durch Gottes Hilfe aufgelöst. Die verabredete OP
Termin und Uhrzeit standen schon fest, hat der Arzt absagen müssen, nachdem er nochmal ein Röntgenbild gemacht hatte und das relativ große Kalkdepot nicht mehr sah. Er prüfte daraufhin nochmal die Beweglichkeit des Armes in alle Richtungen, was ich nun gut ausführen konnte. Ich bin sehr erleichtert und Gott sehr dankbar für seine Güte und Barmherzigkeit und danke für Ihr Gebet. Ist das nicht großartig? Ich freue mich, jedes Mal wieder hier zu sitzen und von den Gebetserhörungen zu hören. Und ich glaube, du auch. Und hast du was erlebt, dann lass es uns wissen. Wir wollen andere damit wieder ermutigen. Denn das, was er bei einem tut, unser Herr Jesus, das kann er auch bei dir tun und auch bei anderen. Lass uns wissen, du siehst die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Sende uns einen Text oder ein kurzes Video. Und wenn du weitere Ermutigung brauchst durch Zeugnisse, schau auf unserer Webseite unter Gebetserhörungen. Dort gibt es zahlreiche Wunder Gottes, die die Menschen erlebt haben. Der Tipp des Tages, er bezieht sich wieder auf das Licht. Ich sag dir, obwohl es schon fast Sommer ist, nimm eine Kerze, zünde sie an und schau sie mal an, diese Kerze, und überlege dir, wo du heute Licht hineinbringen möchtest. Nicht wo eine Kerze anzünden, das meine ich nicht. Wo du mit deinem Leben, mit deiner Anwesenheit Licht hineinbringen möchtest. Einfach ein freundliches Wort, einfach irgendwo ermutigen, jemand anrufen und sagen, wie geht's dir? Ich möchte dir sagen, Gott ist so gut und so weiter. Tu das. Der Herr möchte dich das gebrauchen und auch segnen. Wenn du ein Anliegen hast, dann schreib uns oder per Telefon auch jetzt noch bis 13 Uhr. Wenn du unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt. Ja, wir verabschieden uns heute wieder ganz herzlich von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.